Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator. Ja, wir sollen hier jetzt abkuppeln. Das habe ich bereits getan. Und dann sollen wir jetzt ins Betriebswerk hinunterfahren. Und dort dann alles per Hand stellen. Wir sollen jetzt zur Bekohlung fahren. Wo ist denn bitte die Bekohlung? Aufgabe anzeigen. Und wo sind wir? Ja. Okay, also die Weiche stellen. Und die Weiche. Gut. Das heißt, schließen und einmal abfahren. Ups. Jetzt haben wir 120% im Wassertank. Ja. This is not very comfortable. Das heißt, wir müssen hier mal kurz ein bisschen warten. Was können wir dann mal machen? Wir können uns ja nochmal in den Mitropa-Speisewagen setzen. Guck mal, die Leute sind alle ausgestiegen. Und stehen jetzt hier und... Ey, da hat jemand das Fenster offen gelassen. Ey, es soll in den Wagen nicht kalt werden. Schon wieder. Ach, das ist die dritte Klasse. Das ist die zweite Klasse. Jetzt will ich doch mal wissen, wo ist die erste Klasse. Das ist wieder dritte Klasse. Hier ist die erste Klasse. Zweite, dritte, zweite, vierte Klasse. Wenn ich das jetzt eigentlich ankuppel. Steigen dann da auch Leute ein? Naja, kann ich nicht mehr gucken, wir stehen nicht mehr genug dran. Aber wir können mal ein bisschen abfahren. In Richtung Bekohlung. Einfach um zu gucken, wie schnell werden wir. Und wie lange, weil wir wollen ja auch dieses Szenario auch auf jeden Fall zu Ende spielen. Genauso wie ich unbedingt das Baureihe 03 Szenario zu Ende spielen wollte. Was ich ja am Ende auch geschafft habe. Auch wenn ich das Spiel 1 Stunde 30 lang laufen lassen musste, um wieder genug Dampf aufzubauen. Was ja jetzt zum Glück noch nicht passiert ist. Aber ich gebe jetzt einfach mal Gas, dass der ein bisschen beschleunigt. Und jetzt lasse ich einfach nur noch rollen. Denn wir befinden uns auf einem bisschen bergab. Und da rollt man ja. So, 450 Meter haben wir noch. Okay. Ich glaube, wir biegen hier jetzt gleich ab. Richtig. Ach, da ist das Museum. Ach, wie... Hey, da steht sogar die Stromlinie 03. Ach nein, wie schön. Hier stehen sogar noch ein paar Wagen. Saßen da gerade Leute drin? Ja, das sind aber die PKP-Wagen zum Beispiel. Ach nein, wie schön. Hier ist ein kleines Dampflokmuseum. Ach, wie niedlich. So, zur Bekohlung sollen wir. Da sollen wir dann die Kohle aufladen. Ach nein. In sowas würde ich auch echt gerne arbeiten. So in einem Dampflokmuseum. So, wir öffnen schon mal alles. So.
Wir wollen natürlich auch perfekt unter dem Teil anhalten. Deswegen noch mit 100% beschleunigen, bis man genau da drunter steht. So, jetzt bitte stehen bleiben. Und ja. Wir stehen sogar an genau der Stelle, wo es aufgefüllt wird. Genial gehalten. Ach so, mal ein Screenshot, dann wird das nämlich gut. Nun nehmen Sie erstmal einen kräftigen Schluck Wasser aus dem Gelenkwasserkran. Öffnen aller Klappen mit Taste C. Z. So, was ist der Wasserkran? Ich glaube hier hinten, ne? Ja. Sehr schön, 32 Kubikmeter Wasser sind im Tender. Was? Nun weiter zum Besandungsturm, zum Befüllen mit frischem Bremssand für den Sanddom der Lok. Was? Wir haben noch gar nicht aufgefüllt. Aber 32 Kubikmeter, das sind schon viele, das kann ich euch sagen. Einmal bitte rückwärts zum Gelenkturm. Hier sind übrigens zwei. Drei. Vier. Oh mein Gott, wir sind... Warum bin ich nur so dumm? Aber zum Glück kann man mit der Lok einfach die Richtung ändern und die bremst dir sofort ab. Also, wir sollten unter den Gelenkwasserkran. Diesmal achte ich drauf, dass ich nicht zu schnell werde. So, bitte noch ein bisschen vorwärts. So. Hier sind nämlich auch schon die Wasserkanister. Naja, schade, geht ein bisschen daneben. Aber naja. So, wir sollen hier warten. Und dann sollen wir hier auch noch Sand aufnehmen. Haben wir nicht schon Kohle geholt? Ja. Schade. So, 32 Kubikmeter sind jetzt, glaube ich, gleich. Ja. Ja, waren 38. Schön, feiner trockener Sand. Das ist bei diesem Wetter wenigstens das Bremsen gesichert. Weiter zur Bekohlung. Schließen Sie wieder alle Klappen, damit der Sand trocken bleibt. Ich muss jetzt noch weiter zur Besandung, du Vollidiot. Ich habe noch nicht mal Sand aufgenommen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Am Ende kann ich gleich keine Kohle auffüllen. So, mein Computer hat mich gerade gefragt, wann er denn neu starten soll.
Gut. Sanddorn aufgefüllt. Sehr gut, damit ist die Lok wieder voll betriebsbereit. Fahren Sie nun zum Wendepunkt 1 für weitere Ansagen. Wir sollen erstmal noch Kohle holen. Ich muss jetzt noch Kohle holen, damit das auch anerkannt wird. Toll. Ich hoffe, das Spiel ist so intelligent und erkennt jetzt auch, dass ich nur 26 Kilogramm brauche. Gut, roll doch mal drunter. Gut. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Jetzt ab zum Wendepunkt. Aber ja. Hier ist echt eine schöne Lok. Ich mag die. Aber diese Idee von einem Dampflokmuseum in München. Gut. Da kommt sie mit 40 ausgefahren, die Lok. So, jetzt machen wir die Lok doch mal kaputt mit den Achsen. So, wir standen am Wendepunkt. Jetzt soll ich zum Güterschuppen, ne? Prima, stellen Sie nun die Handweichen zum Güterschuppen und halten Sie dort auf dem Gleis. Aufgabe anzeigen. Und was ist mit dem Wagen da vorne? Was ist mit dem? Gut, gib doch mal ein bisschen mehr Gas. So 10 Stundenkilometer dürften auch reichen. Ja. Also zumindest eine zweite Folge können wir hier rausholen. Gut. Ansonsten muss ich halt noch mal eine einzelne Tour mit im schnelle Spiel fahren. Oder schnelle Fahrt, wie das heißt. Ich hab's vergessen gerade. So, mit 7,8 fahren wir an den Wagen heran. 5,7. Ich schätze mal, dass wir den einfach nur rüberschieben sollen. Nach Ankuppeln des Packwagens drücken Sie bitte, sodass die offene Tür an der Holzkiste zum Stehen kommt. Dann drücken Sie die Taste C. Ankuppeln. Tür öffnen. Und jetzt bitte zum Güterschuppen ranschieben. Aber bitte nicht allzu schnell werden. Denn sonst fahren wir noch auf den Prellbock auf und das wäre nicht ganz so schön.
und stehen bleiben. So, und beladen. Hui! Und die fliegen rein. Wunderbar. Und die fliegen raus. Na denn, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Sehr schön. Damit sind wieder die neuen Weihnachtspakete verladen. Nee, wir wollen nicht mehr fahren, würde ich sagen, weil was könnten wir jetzt noch machen? Naja. Na denn, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Zwei Folgen habe ich hier noch rausgeholt. Das heißt, ich muss jetzt eine noch machen. Wir könnten ja mal hier die gleich einfach kapern. Na denn. Ich würde sagen, das war's fürs dieses Mal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal vom Let's Play Train Simulator mit der letzten Folge Historische Woche. Bis dahin und bye bye.